willkommen in diesem Video. In diesem Video geht es weiter bei der Insel Dokos. Da sind wir auch ein paar Tage länger, weil es uns einfach total gut gefällt. Und ich werde mich jetzt mal in dieses schöne, wunderbar klare, blaue Wasser begeben. Werde ein bisschen schnorcheln, mal gucken, was es zu sehen gibt. Und ich wünsche euch viel Spaß in diesem Video. Ja, jetzt haben wir gerade in der Mioni den Anker hochgeholt. Da waren wir jetzt fast eine ganze Woche. Einen Tag länger als gewünscht, aber dadurch haben wir super nette Leute kennengelernt, den Klaus und die Yvonne und auch die zwei von der Bank, Ruben und Steffi, haben wir dadurch eigentlich kennengelernt, weil wir gestern dann da mal rüber geguckt haben zu den zwei. Und es ist sehr schön in Ermioni, uns hat es da richtig gut gefallen und es ist einfach toll, wenn man Zeit hat, dann kann man einfach da, wo es einem gefällt, bleiben, solange man möchte. Ja, und wir sind natürlich froh, dass das mit dem Anker dann noch geklappt hat, dass Klaus uns den so schön frei machen konnte. Super, also manchmal ist man echt auf Hilfe anderer angewiesen. Das ist vielen Dank nochmal an euch beide. Ja, und heute wollen wir zur Insel Dokos. Die ist gleich da drüben, hat eine schöne große Bucht. Und da möchten wir jetzt ein, zwei Nächte bleiben. Und dann möchten wir gerne hier nochmal reingucken nach Ermioni, weil Donnerstag ist da immer Markt und der muss irgendwie ganz toll sein. Und da treffen wir uns vielleicht auch nochmal mit den anderen. Wir schon gleich bei Insel Dokos und da geht es rein in die Bucht. Ich muss noch gucken, wie sie heißt. Ich habe nachgeschaut, das ist die Ormos Skindos. Hey, hier kann man bei 15 Meter schon schön auf den Grund gucken. Das sieht auch ganz gut aus hier, der Grund. Das ist schon sehr angenehm, wenn man ins Wasser gucken kann, wo man den Anker fallen lässt. Vor allem nach der Erfahrung gestern. Sieht alles super hier aus. So, jetzt haben wir 40 Meter Kette draußen, hier bei 10 Meter Tiefe. Und hier schaut es super schön aus. Und wir sind ganz am Rand von allen Booten. Und da hinten ist eine süße kleine Bucht. Voll nett. Und die Zikaden. Sehr schön hier. Toll. Ormos Skindos auf oder bei Insel Dokos. Und was machen wir jetzt? Frühstück. Unser spätes Frühstück, genau. Ja, und man hört es vielleicht. Unser Watermaker läuft. In Ermioni wollten wir jetzt nicht unbedingt Trinkwasser machen. Aber wie wir abgelegt haben, haben wir hier gleich eingeschalten. Und da haben wir schon nach der, ich würde sagen, knappen Stunde so viel hier in unserem großen Kanister. Und jetzt machen wir wieder Trinkwasser, 15 Liter, nee, mehr haben wir, 13 und 5, 18 Liter. Dann sind wir wieder eine Weile versorgt. Sehr praktisch. So, wir haben jetzt hier die Landleine ausgebracht. Ist zu zweit gar nicht so ohne. Und jetzt, gerade wie wir halt mit der Landleine schon beschäftigt waren, hat der Südwind eingesetzt, den sie heute gemeldet haben. Und der kommt jetzt halt genau von hinten und hat das Boot halt wieder weggedrückt vom Ufer. Dann ist es natürlich noch schwieriger. Wir hätten zwischen Landleine machen sollen und dann Frühstück, wäre gescheiter gewesen. Ja, Schatz, schau mal her. Total süß ist der voll. Die Abdrücke von der Brille. Von der Schwimmbrille, lustig. Na prima. Jetzt haben wir beide dran. Ist voll cool. Wir bleiben an Ort und Stelle. Tolle Aktion von unserem Nachbar Katja. Er hat einen Haufen Leute an Bord und die sind jetzt an den ganzen mini kleinen Strand da hinten hingefahren und sammeln da all den Müll ein. Finde ich super. Habe ich mir auch schon überlegt, das machen wir auch mal. Weil da liegt so viel, auch beim Schnorcheln, man sieht so viel im Wasser liegen. Das ist echt, ja, das ist echt so schade, gell? Das ist frustrierend, so, ja. Aber das ist toll, dass sie das machen. Finde ich echt stark. Super. Zwei Tüten, zwei große Tüten haben sie schon voll. Respekt. Geht's.
mit der Wasserküche, gell? So klar, da kannst du jede Steine hier unten sehen. Ja, in der Früh, wenn das Wasser ganz glatt ist, kann man mal super schön reinschauen. Das gehen wir nachher. 25,5 Grad warm. Jetzt gehen wir da eine Runde schwimmen. Herrlich. Eine herrliche Bucht hier bei der Insel Dokos. Ist wirklich schön. Hier gefällt es mir richtig gut. Deshalb bleiben wir da jetzt auch einfach. Ist noch jede Menge Platz, gell? So, jetzt haben wir hier ein bisschen anderen Blickwinkel in der Ormos Skindos. Das ist echt sehr, sehr schön hier. Am Strand sind zwei Esel, habe ich gelesen. Ich habe ihn auch gerade schon gehört. Und Ziegen sind da wohl immer unterwegs. Und wir haben noch unser Sonnensegel aufgebaut. Über unserem Bimini, weil unser Bimini dunkelblau ist. Ja, und das strahlt da manchmal ziemlich warm runter. Trotz Schatten, und da haben wir jetzt unser Sonnensegel drüber gemacht und jetzt ist das perfekt. Jetzt haben wir da noch mehr Schatten. Den brauchen wir momentan auch, ist saumäßig warm. Ja, wenn der Wind in die Bucht reinsteht, dann ist es leider so, dass hier lauter Müll reingetrieben wird. Und das sollte uns echt zu denken geben. Lauter Plastikmüll, der hier rumschwimmt. Er macht auch Schnorcheln keinen Spaß mehr. Ja, und ich habe vorhin beim Schnorcheln eine interessante Entdeckung gemacht. Und zwar diese einen Fische, ich weiß nicht, was es für welche sind, die fressen auf jeden Fall die Quallen. Und das finde ich super. Also ich habe ein paar Mal so einen Pulk beobachtet und auch gefilmt. Und die haben dann immer an so einer Qualle rumgezupft. Ich weiß nicht, ob sie nur tote Quallen fressen oder auch sich an Lebendige ranwagen. Keine Ahnung, auf jeden Fall fressen sie. Dann sind sie mir doch gleich noch sympathischer, die Fischli. Eigentlich wäre genug Platz zum Ankern gewesen, aber manche Boote kommen einfach auf Kuschelkurs. Und mit einem kleinen Schau. Ein Baby. Ein Küken. Andi und Pferde. Voll nett hier. Thank you.
Na Schatz, streichel ihn mal, komm. Oder sie. Ja, wer bist denn du? Hallo. Ne? Ist ein Lieber? Ist ein Lieber, gell? Schnappel, schnappel. Nett, die treffen sich hier am Abend, die Crews von der Flottille. Und Andi freundet sich gerade an. Der ist aber auch süß. So, ja genau. Jetzt gehen wir aufs Bötchen und dann gibt's noch was zum Essen. Bis in 5 Minuten holen wir euch ab. Bis gleich. Jetzt hast du was angefangen, Klaus. Jetzt wirst du bestimmt verfolgt. Hallo. Was ist jetzt hier? Sehr ganz brav. Karotte gibt's. Das für den wird nichts mehr übrig bleiben. Vor allem sind es ja zwei Esel. Ziege geht mit uns spazieren. Und zeigt uns, wo es lang geht. Unsere Passfeinde. Genau. Nehmen wir Führer genommen. Einheimischen. Keine Kosten gescheut. Wie prächtsam. Die Ziege ist echt lustig, die läuft ja schon einen ganzen Kilometer mit uns. Wenn wir stehen bleiben, bleibt die Ziege auch stehen und frisst. Und wenn wir weiterlaufen, läuft sie wieder mit. Habt ihr das vorher schon mal gesehen? So eine brave Ziege. Futter. Oh ja, das mag sie. Das ist der Hammer. Das ist trockene Zeug. Die sind Chips. Ja, ja genau. Na du? Schöne schwarze, hä? Ganz fenstlich, schau mal. Wie beim Hund. Oh, schau mal hier, das ist ja so eine kleine Insel, aber so eine schöne Landschaft. Ja, herrlich hier. Das ist so gigantisch, oder? Ich bin jetzt gerade froh, dass wir einmal rumgelaufen sind, weil das Eckle ist schön. Oh, ist richtig. Also, der Blut ist ganz schön. Ja. Ja, ganz oben, gell? So, das Wahnsinn, das kann ich nicht filmen, das ist zu weit weg. Oh, der Bock, hau nur ab. Ui, guck mal, wie die hüpfen. Springen können. Hier ist die Ziege scheinbar zu Hause. Jetzt hat sie uns verlassen. Und vielleicht kommt sie auch wieder. Und hier hat sie Futter und Wasser scheinbar. Madame kommt schon wieder. Hast du eine Pause gemacht? Hä? Kommst du wieder mit? Nett. Ja, heute sind wir mal auf dem Weg nach da oben. Der Klaus wollte unbedingt da rauf. Haben wir gesagt, machen wir, versuchen wir. Schauen wir mal, ob wir da hochkommen. Da ist sogar eine alte Burganlage bzw. Mauerreste von einer alten Festung. Die Aussicht lohnt sich bestimmt ganz oben. Dokos ist schon eine Insel, wo man runterkommen kann, gell? Super, klarer Tipp.
Geht's uns gut, hä? Geht's uns richtig, richtig gut, ja. Heute werden wir hier bekocht. Eintopf hat die Yvonne gemacht und es schmeckt total lecker. Super. Einen guten Appetit. Danke dir. Und jetzt sind wir auch richtig hungrig nach unserer Wanderung, nach unserem Abenteuer. Absolut, ja. Prost. Jamas, salut. Auf die Köchin. Jamas. Ja, Dokus hat uns jetzt richtig gut gefallen. Da waren wir jetzt insgesamt gut eine Woche auf zweimal oder dreimal sogar. Wir sind dann zweimal weggefahren zum Einkaufen, weil in Dokus selber, da ist nur eine Bucht und da gibt es keine Häuser, keine Tavernen, keine Geschäfte. Nur so ein ganz kleines Kapellchen ist da und richtig romantisch. Wir waren dort an drei verschiedenen Punkten. Wenn man reinkommt, sind auf der rechten Seite, in der Mitte und links. Wobei ich sagen muss, auf der linken Seite war es fast am romantischsten, am nettesten, auch super gut geschützt, wo das kleine Kapellchen ist, war echt klasse. Und bei der kleinen Kapelle sind auch der Esel und, das Pferdchen und die Ziegen. Man kann um diesen Berg außen rumlaufen einmal. Man kann sogar oben von der Ostseite hochlaufen, hochkraxeln. Hat man einen tollen Ausblick. War wirklich toll. Im nächsten Video haben wir eine kleine Reparatur wieder zum Erledigen. Wollen wir wahrscheinlich Hilfe brauchen, weil ich nicht allein hinkriegen. Könnt ihr mal gucken. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich immer über ein Like. Und gerne könnt ihr den Kanal abonnieren. Es kostet nichts und es hilft, wird ein Mods freut. Bis bald. Tschüss.